Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen neuen Solo Duplication Glitch. Was ihr für diesen Duplication Glitch braucht: Ihr braucht eine Spielhalle, Garage. In der Spielhalle, Garage muss sich ein gratis LRG RH8 befinden. Falls ihr euch fragt, wo ihr diesen könnt ihr bei Legendary Motorsports ganz einfach bestellen und dann in die Spielhalle rein. So. Dann braucht ihr noch das Auto, was ihr duplizieren möchtet in eurem MOC. Und dann müsst ihr noch wie ich im Freischien sein. Falls ihr euch fragt, wo ihr einstellen könnt, ob man in Freischien ist oder nicht, das könnt ihr ganz einfach unter den Einstellungen bei dem Steuerungstyp einstellen. Das heißt, ihr geht auf Optionen, geht auf Einstellungen, geht auf Steuerung und dann könnt ihr hier einstellen, welchen Zielmodus ihr haben wollt. Wichtig ist, ihr könnt das nur im Editor oder im Story-Modus umstellen. Und Leute, dann braucht ihr wie gesagt noch das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, in eurem MOC. Und bevor das Video komplett losgeht, will ich noch meinen Dank an Jamix da lassen, denn er hat den Kanal echt gepusht in letzter Zeit. Und ich wollte mich dafür auf jeden Fall mal bedanken. Und ich wollte mich bedanken für die 1070 Abonnenten, Leute. So. Und das erste, was ihr macht, ihr begebt euch in eine Einladesitzung mit freies Zielen. Das ist sehr wichtig. Und dann begibt ihr euch in euren Bunker und fahrt das Auto aus eurem MOC raus, was ihr duplizieren möchtet. So Leute, dann jetzt fahrt ihr nämlich das Auto genau dorthin, wie ich es hier im Video zeige, denn das Auto fahrt jetzt einfach hier ran an das Rohr, das ihr oben links die Meldung habt, zum Pfeiltast nach links, zum Pfeiltast nach rechts drüben. Wenn ihr die Meldung habt, zum Pfeiltast nach rechts drüben, dann steigt jetzt aus eurem Auto aus, was ihr duplizieren möchtet, und lauft dann jetzt zu dem Bunkerausgang und begebt euch dann aus dem Bunker raus. So Leute, jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr fragt einen Kollegen, ob er euch zu eurer Spielhalle fährt, oder ihr holt euch einen CO-Buzzard, wie ich es tue. Wichtig ist, ihr dürft keine persönlichen Fahrzeuge nutzen, um zu eurer Spielhalle zu kommen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Und ja Leute, wenn ihr dann jetzt an eurer Spielhalle angekommen seid, dann lauft jetzt einfach nur in den Vordereingang rein. Und dann lauft ihr jetzt ganz hinten durch zum Spielerhallen-Garageneingang. So. Einfach dorthin laufen, Leute. Und dann stellt ihr euch hier vor und drückt Pfeiltast nach rechts. Damit sich so gesehen die Tür einfach schon mal öffnet. Denn wenn ihr die Tür nicht geöffnet habt, wird der Glitch bei euch zu 100% nicht funktionieren. Aber wenn die Tür jetzt geöffnet ist, dann macht ihr jetzt Folgendes. Ihr stellt euch jetzt hier unten vor diese Musikbox. Und jetzt tretet ihr einer Person bei, die in einem anderen Zielmodus spielt als ihr selber. So Leute, wenn ihr dann die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und tretet derselben Person nochmal bei. Wenn ihr dann jetzt eine Zielmodus-Meldung habt, lehnt ihr diese ab. Falls ihr die gleiche Meldung haben solltet, nehmt ihr eine andere Person. Aber jetzt, wenn ihr die Zielmodus-Meldung abgelehnt habt, stellt ihr euch jetzt hier an die Jukebox und drückt Pfeiltaste nach rechts. Jetzt Leute, braucht ihr nämlich ein bisschen Bargeld, ungefähr 1 Dollar. So, wenn es so wie bei mir ist, dass jetzt hier schon was ausgegraut ist, dann könnt ihr jetzt sofort weitermachen. Aber wenn hier noch nichts ausgegraut ist, dann kauft ihr euch einfach irgendeine Musikrichtung, so wie ich es jetzt gerade getan habe. Dann drückt ihr Pfeiltaste nach rechts, so, um ins Menü zu kommen von der Jukebox. Und dann, Leute, geht ihr mit dem Cursor auf die Musikart, die ihr vorhin ausgewählt habt, öffnet das Optionsmenü, geht auf Online. Geht einmal ins Criminal Enterprise Data Paket, geht dann wieder raus, geht auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und startet einen Job für einen Titan. Dann kriegt ihr diese Fehlermeldung nehmt ihr an, jetzt drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, geht in das Cash Cards Menü, dann wenn ihr komplett reingeladen seid, drückt ihr Kreis, Kreis, Kreis und jetzt seht ihr, dass ihr mit dem Menü rumlaufen könnt. Dann jetzt begebt ihr euch nämlich in eure Spielerhallengarage und zu eurem LRG RH8, den ihr gerade dort reingekauft habt. So. Ihr seht, Leute, hier steht jetzt mein LRG RH8. Ah, wo ist er? Da hinten.
So, denn jetzt steigt ihr nämlich einfach in euren LRG H8 ein, geht dann auf irgendeine beliebige Musikart, das heißt hier zum Beispiel Dance oder EDM, drückt einmal X auf diese Musikart. Und jetzt, wenn ihr oben links diese Meldung habt für Ja oder Nein, bleibt ihr mit dem Cursor auf Ja und drückt einfach R2. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dürftet ihr wie ich ohne Auto draußen spawnen. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr bis jetzt alles richtig gemacht. Wenn ihr dann jetzt draußen gespawnt seid, Leute, dann begebt euch einfach wieder zu eurem Bunker. Wichtig ist, ihr dürft kein persönliches Fahrzeug benutzen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Und ja, Leute, wenn ihr dann jetzt am Bunker angekommen seid, lauft jetzt wieder in euren Bunker rein. So, wenn ihr dann jetzt hier im Bunker angekommen seid, dann lauft jetzt hinten zu eurem Auto, was ihr vorhin euch rausgestellt habt, oder eher gesagt das Auto, was ihr duplizieren wolltet. Dann steigt ihr dort jetzt einfach ein und sobald ihr eingestiegen seid, ändert sich das Kennzeichen. Jetzt drückt ihr einfach nur noch Pfeiltast nach rechts und nehmt diese Fehlermeldung an. Und das hier ist jetzt nämlich euer Duplikat. So, Leute, aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao!